Jetzt müssen wir klatschen, wir sind dran. Kommt, wir kommen aus Süd. Klatschen, Kinder. Willkommen zu diesem großen Ministrantentag, Minifest. Liebe Brüder und Schwestern, wenn ich euch jetzt da so alle sehe, dann kann ich mir vorstellen, ungefähr vorstellen, wie das war, wie Jesus damals in Galiläa
5000 Menschen gespeist hat, weil sie nichts zum Essen hatten. Ihr könnt euch erinnern an das Evangelium, es ist euch sicher noch in Erinnerung. Jesus hat einen ganzen Tag lang zu den Menschen gesprochen. Ich werde nicht einen ganzen Tag lang zu euch reden. Danke, habe ich gehört. Und McDonald's hat es auch noch nicht gegeben. Woher sollen wir Essen nehmen für so viele Menschen? Die Apostel werden wahrscheinlich am Anfang ein bisschen entsetzt gewesen sein. Jetzt haben wir nur 5 Brote mit und die müssen wir auch noch hergeben. Was wird denn dann für uns übrig bleiben? Gebt, was ihr habt, und es wird auch für euch genug sein. Wahrscheinlich werdet ihr nicht viel Brot geben müssen. Gott sei Dank wird bei uns jeder satt. Wir haben genug zu essen. Aber ihr gebt etwas anderes. Ihr gebt eure Zeit. Ihr gebt eure Zeit, obwohl ich weiß, dass die Wochenkalender von heutigen Minis ziemlich dicht sind. Da muss man Fußball spielen gehen. Stimmt das? Ja. Da muss man ins Ballett gehen. Nein. Für die Schule lernen muss man. Also zu meiner Zeit musste man für die Schule schon noch lernen. Vielleicht ist das heute anders. Und trotzdem findet ihr Zeit, Ministranten zu sein. Das verdient einen kräftigen Applaus von den Pfarrern. Ihr gebt, was ihr habt. Selbst wenn ihr wenig Zeit habt, ihr gebt die Zeit. Und das ist etwas ganz Kostbares und dafür danke ich euch heute. Als der Bischof zusammen mit unseren Pfarrgemeinden. Denn dadurch, dass ihr eure Zeit gebt, können viele Menschen einen schönen Gottesdienst erleben. Stellt euch vor, eine Pfarre ohne Minis. Kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Pfarre ohne Minis ist wie ein Essen ohne Suppe oder, ich weiß nicht, ohne Salz oder ohne Mehlspeis. Pizza ohne Belag. Was? Pizza ohne Belag. Pizza ohne Belag. Sehr gut. Kriegt den ersten Preis für die gute Idee. Pizza ohne Belag. Das ist eine Pfarre ohne Ministranten. Sehr gut. Es ist etwas Wunderbares, dass es bei uns in der Diözese so viele Ministranten gibt. Und ich bin sicher, nächstes Jahr, beim nächsten Minitag, werden wir wie viele sein? 4000. 4000, habt ihr gehört? Ja? Also, nächstes Jahr werden wir sehen, wie viele Ministranten es bei uns in der Diözese gibt. Schon jetzt sehen wir es. Aber bitte gebt eure Zeit auch Jesus. Man darf, wenn man in die Kirche kommt, auch zuerst Jesus grüßen. Er ist der Hausherr. Und es gibt in jeder Kirche einen Ort, der für euch Ministranten und für uns Priester und Diakone ganz besonders kostbar ist. Das ist der Tabernakel. Wir glauben, dass Jesus da ist. Und ich gebe ihm meine Zeit, meine Freizeit. Und Jesus wird euch sicher reichlich zurückgeben, was ihr ihm schenkt.
Und daher habe ich eine ganz praktische Bitte. Ich beobachte manchmal, in ganz, ganz selten in manchen Pfarren sehe ich das, dass die Ministranten nicht zu wissen scheinen, wo der Hausherr zu Hause ist. Ich bitte euch wirklich, gewöhnt euch das an, wenn ihr in die Kirche reinkommt, wenn ihr Ministrantendienst macht, mit dem Zeichen der Kniebeuge, Jesus ist da, ich schenke dir meine Zeit, ich schenke dir meine Aufmerksamkeit, ich weiß, dass du da bist. Besser im Schatten da jetzt? Schon besser, gell? Gleich ist die Messe aus und dann geht's zum Spielen und zum Trinken. Noch eine Preisfrage. 13. Mai, es hat eine besondere Bedeutung. Pfingstdienstag, stimmt. Aber das ist nicht jedes Jahr am 13. Mai. Maria, was besonders? Fatima-Tag. Ja, 13. Mai. In welchem Jahr ist Maria in Fatima erschienen? 1914 war zu wenig. 1917. Die Quizpreise werden nachher verteilt. 1917, 13. Mai, Maria erscheint für drei Kinder, Francesco, Jacinta und Lucia. Drei Kinder, die Maria gesehen haben, das hat die Welt bewegt und heute denken wir besonders an Maria. Danken ihr, dass sie uns Jesus geschenkt hat und dass sie unsere Mutter ist. Vor dem Segen noch ein Reminder, eine Pfarre ohne Minis ist wie eine Pizza ohne Belag. Also nächstes Jahr einen größeren, stärkeren Belag, noch mehr Minis.
ihr schenkt eure Zeit der Pfarre, der Gemeinde, ihr schenkt eure Zeit auch Jesus. Wir haben gesagt, ein Zeichen, dass wir uns an Jesus wenden, wenn wir in die Kirche kommen. Was ist das Zeichen? Kreuzzeichen auch. Kniebeuge vor dem Tabernakel. Grüßen wir Jesus, wenn wir in die Kirche kommen, wenn wir zu ihm kommen. Ich höre gerade, dass die Hörer und Hörerinnen von Radio Maria uns jetzt zuhören. Bitte gebt ihnen einen kräftigen Applaus, die hören am Radio mit. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und du bist in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Genau, heißt so viel wie selbstverständlich machen wir diesen Dienst, ist doch gar keine Frage, ja, dass wir Minis sind. Schön, dass ihr das macht, schön, dass ihr heute da seid, schön, dass ihr so ein tolles Wetter mitgebracht habt. Und ist es angenehm nach der langen Messe in der Hitze? Ja. Jeder kriegt zwei Semmeln, Kinder. Jetzt tun wir uns stärken für die Spiele dann, okay? Stefan und Christine? Ja. Alexandra, was schreibst du denn da drauf? Meinen Namen und die Farbe. Habt ihr das schon kapiert, wie das geht?
schon, Teresa. Geh schon, Isabel. Probier's. Brauch ich sie. Was ist denn da im Mehl drinnen? Die Hanna findet sicher. Ich glaub schon. Sehr gut, Johanna. Ja, das Telefon ist fertig. Jetzt möchte ich ein. Na gut. Jetzt müsst ihr schauen, was ihr gelernt habt. Ganz richtig habt ihr es zusammengesetzt. Mit der nicht scheint. Gut, dann nimmst du die rechte. Und mit der anderen Hand nehmen wir es da unten an den Zipfel auf der anderen Seite. Genau. Und fahrt es da hin und her. Und jetzt seid ihr mein Klavier und ihr setzt die Tasten. Und immer wenn ich auf eine Taste drücke oder von euch, dann spielt ihr mit dem. Und wenn ich die Taste loslasse, hört sie wieder auf. Verloren. Ja, Schnell, junger Mann. So
super gewonnen habt. Ist schön, da? Kinder? Ja, schon, aber mit dem Thorsten ist es nicht okay. Extrem müde. Thorsten ist mit Fahrt. Nein, voll lustig, gell? Und dann noch dazu haben wir Urfühl gemacht. Na, seht ihr, Urfühl habt ihr gemacht. Jetzt dürft ihr sogar noch einen Feueralarm machen, oder was das ist, gell? Ja, Feueralarm. Wir haben schon vier Stempeln. Christina, alles okay? Super. Die Niki ist auch da. Wie gefällt es dir, Niki? Einfach möglichst schnell die Kerzen anzünden, dann wieder ausblasen. Ja, super. Ja, da muss man genau auch sein. Super, Niki. Ich muss einfach das Kappel draufsetzen. Und wie geht's dir, Niki? Ja. Sehr gut, Christina. Hervorragend machst du das. Komm, Luki, zahn, du kannst das. Nein, das brennt aber nicht. Schau, das brennt nicht. Schau. Man muss ein bisschen tiefer halten. Das fängt nicht an zu brennen. Ein bisschen Zeit lassen. Schau, brennt. Sehr gut, Luki. Komm, probier's, Alexandra. Ja, super! Geht ja! Her schon, Alexandra! Na super geht das! Schau dir das an, hörst, wenn der Papa so viel Gefühl hat. Warte! Ja, wenn sie so Hände weg, Hände auf die Seite, ich halte da ein. Bleib stehen, ja. Ja, ist lang. Ja, heute. Geht weg. Haben wir mal den schwarzen Pontifical, den gelb-braunen der Kasper und den roten den Salomon. Jetzt nehmen wir uns noch. Bitte schön. Wer schneller runterdreht hat, gell? Ja. Habt ihr verloren? Ja. Macht nichts, wir sind nicht die Schnellsten, aber das macht nichts. Ja, wie schaut ihr jetzt aus? Habt ihr euch denn da angemalt? Was? Lacht mal und winkt mal zu mir. Anna, ja, wie schaut's denn du aus? Schau mal her. Let's go and celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebrate.
Befehle, Menes! Feiern heute in Karlsburg! Ihre schönen Stimmen! Hört man schon von weitem! Assum, sum! A holly holly day! A ram tam dil daira! A ram tam dil dil daira! Ihre schönen Stimmen! Hört man schon von weitem! A Sum Sum! A Holly Holly Day! A Ram Tam Dil Daira! A Ram Tam Dil Dil Daira! Danke sehr, Minis! Wir Minis, unser Herr ist spitze. Stehen wir auf, erflehen wir den Segen für uns, unsere Pfarren, für all jene Menschen, die sich so um uns bemühen. Der Herr, er sei mit euch. Guter Gott, wir sind eine Gemeinschaft von Ministranten. Wir bitten deinen Segen. Wir brauchen ihn. Wir brauchen die Freude in unseren Herzen. Wir brauchen den Geist, der uns belebt. Sende uns diesen. Begleite uns. Und das gewähre euch, der allmächtige und der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Geht, aber geht mit Gott.